So, die Standwaage ist schon etwas für Fortgeschrittene, allerdings gibt es da unterschiedliche Ausführungsformen. Ich bleibe jetzt hier aus räumlichen Gründen auch mal in einer etwas aufrechteren Position. Was man hier sehr schön machen kann, ist die Arme und das Bein nach hinten anheben. Einfach darauf achten, dass der Schreibtisch vom Kollegen nicht zu dicht hinter euch steht. Ansonsten haben wir hier einen schönen Effekt, vor allem für die Rückenmuskulatur, weil wir da richtig nach hinten in die Streckung gehen. Ihr seht es hier nochmal in der Seitwärtsansicht, kann ich mich etwas weiter nach vorne beugen und versuche wirklich den Daumen bzw. beide Daumen und die Ferse möglichst weit nach oben zu bringen.